Das ist natürlich eine Frage, die mich in Verlegenheit bringt. Ich kenne Adolf Sauerland auch persönlich. Ich mag seine zupackende Art, ich mag seine Bodenständigkeit. Aber ich möchte hier auch nicht etwas sagen, was nicht meiner inneren, mit einer inneren Überzeugung übereinstimmt. Es gibt den Begriff der politischen Verantwortung. Und diese politische Verantwortung bekomme ich mit dem Übernahme des Amtes. Das heißt, ich hafte nicht nur mit meinem politischen Amt für das, was ich selber getan habe. Ob ich eine Verfügung unterschrieben habe oder nicht, ist völlig zweitrangig. Sondern ich hafte auch politisch für mögliche Fehler meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich stehe für das Ganze. Ein solches Amt ist nicht nur mit Würde, sondern gelegentlich auch mit einer Bürde verbunden. Und ich kann verstehen, dass die Menschen sagen, wir möchten nicht vertröstet werden auf die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft, sondern auf die Frage, wie konnte das geschehen, wollen wir überzeugende Antworten. Und ich kann verstehen, dass Herr Sauerland nicht den Eindruck erwecken möchte, er flieht vor der Verantwortung. Ich kann verstehen, dass er sagt, wenn ich jetzt zurücktrete, könnte der Eindruck entstehen eines möglicherweise sogar strafrechtlich relevanten Schuldeingeständnisses. Darum geht es aber überhaupt nicht. Sondern politisch-moralische Verantwortung ist keine Flucht vor der Verantwortung, sondern das ist die Übernahme von Verantwortung. Und wir sind von dem Vertrauen der Menschen abhängig. Und das ist sicherlich die schwerste Entscheidung, die Herr Sauerland für sich selber treffen kann. Die Entscheidung fällt ihm nicht leicht. Und ich wünsche, dass er, das würde ich mir wirklich wünschen, dass er selber zu der richtigen Entscheidung kommt und dass er nicht nur auf Druck von außen reagiert. Eben diese Oberbürgermeister.